Ein besonderer Ort. Eine besondere Frau. Ein besonderer Tag. Was machst du da? Hier bin ich. Hey, wie kommst du denn da hoch? Komm doch mal runter. Was machst du da? Setz dich doch mal. Ich arbeite hier. Darf ich mal sehen? Na klar. Man geht durch das Haupttor und fragt sich unwillkürlich, was denn nun? Altehrwürdiges Gebäude oder moderne orthopädische Klinik? Beides. Denn außen ist alles so geblieben, wie es einem über 270 Jahre alten Baudenkmal zusteht. Und das, was ein Krankenhaus ausmacht, ist innen untergebracht. Sprechzimmer, Untersuchungsräume, Patientenzimmer und mehrere OP-Säle. Eine hochauflösende Kernspintomographie, ein sogenanntes 3-Tesla-MRT und eine hochmoderne CT, das heißt Computertomographie, erlauben exakte Diagnosen. Hinter einem Nebengebäude des Schlosses der hypermoderne OP-Trakt in Form eines Glaskubus. Große Operationssäle mit viel Tageslicht erleichtern die Arbeit und machen weniger schnell müde. Die OP-Teams arbeiten mit sogenannten Astronautenhelmen. Sie saugen die Atemluft ab und verhindern mögliche Keimübertragungen auf die Patienten. Weitere sorgfältige Hygienemaßnahmen sorgen dafür, dass Infektionen mit den gefürchteten multiresistenten Krankenhauskeimen in Schloss Werneck bisher so selten vorkommen wie in nur wenigen anderen Kliniken.